So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute möchte ich mal über das Thema Krankheiten sprechen. Also, bei mir war es so, dass ich sehr, sehr stark unter Pollenallergie gelitten habe und das seit, ich glaube, 25 Jahre ungefähr schon, also sehr lang schon. Seit ich Jugendlicher bin, leide unter Heuschnupfen, ja. Die unter euch, die das kennen, wissen, dass es eine ganz üble Geschichte ist. Und bei mir war es ziemlich stark. Also wir haben jeden Frühjahr und Sommer, haben mir die Augen juckt, die Nase, ich musste ständig niesen. Und man muss sich das so vorstellen, dass das Niesen gar nicht mehr aufhört und es wird dann so heftig, ja, dass man sogar Schmerzen in der Lunge bekommt, dass man Atemprobleme bekommt, dass man Asthmaanfälle bekommt. Und das hält an. Das Schlimme ist an dem Leid, dass es so lange auch hält, ja. Und so eine Pollenallergie kann einem wirklich, also jeden Frühjahr und jeden Sommer vermiesen. Und ja, und wie gesagt, das Schlimme ist eben, wenn ein Leid sich so lang hinzieht, ja, also dann ist es natürlich schon umso tragischer und umso deprimierender. Und da war es bei mir schon so, dass ich auch Selbstmordgedanken gehabt habe, weil ich habe alles ausprobiert. Ich habe so Hypersensibilisierung gemacht, ich habe Akupunktur gemacht und so weiter. Nichts hat geholfen, muss ich echt sagen. Es hat nichts geholfen. Und wie gesagt, und irgendwann war das auch mit Grund, also für Selbstmordgedanken. Ja, ich wollte mal schon länger mal so jemand, der spirituell ist, mal so quasi um Hilfe bitten, damit man mir die Krankheit heilt. Jetzt ist ja so, dass viele da auch viel Geld verlangen, also auch Schamanen und so weiter. Da, also, das günstigste, was ich dann gefunden habe, hätte auch 80 € etwa verlangt und so. Also, das war aber noch sehr günstig. Die meisten verlangen ja schon mehrere hunderte Euro für die Sitzung und das kann ich mir als Hartz-IV-Empfänger nicht leisten. Und dass ich dafür arbeiten gehe, das wisst ihr auch, mache ich nicht. Ja, ich gehe trotzdem nicht, verkaufe trotzdem nicht meine Prinzipien. Ja, also habe ich mir gedacht, es muss irgendwo einen Weg geben. Also es muss halt einen anderen Weg geben. Und jetzt bin ich im Internet auf das Heilmedium gestoßen. Soul, wie heißt es nochmal? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist ein YouTuber. Ich werde es euch nachher nochmal verlinken. Und ich habe mir erst mal gedacht, okay, als ich den gesehen habe, ja, habe ich gedacht, okay, was ist das für ein Klaus? Also sorry, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe gedacht, ja, ist der überhaupt spirituell? Also habe ich gedacht, er hat jetzt nicht so den Eindruck halt gemacht, ja, weil beim spirituellen Typ, da stellt man sich halt was anderes vor, jemand mit langen Haaren oder so, indische Teppiche an der Wand und vedische Musik und Räucherstäbchen oder so, so stellt man sich halt einen Guru oder halt einen spirituellen Menschen vor. Den Eindruck habe ich jetzt nicht gehabt. Und ich bin ja auch erstmal ein bisschen skeptisch gewesen. Aber als ich mir dann die Videos von ihm angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, was er sagt, hat er Hand und Fuß. Und auch das mit seinen Astralreisen kann ich glauben. Also, ja, zumindest also erstmal ein Zweifel für den Angeklagten. Jetzt ist ja so, natürlich, niemand will auf irgendeinen Scharlatan reinfallen. Ja, wer will schon viel Geld zahlen und für eine Heilung, ja, und am Endeffekt hat man dann trotzdem nur die Krankheit und hat einen Haufen Geld verloren. Das will ja niemand. Das ist ja auch irgendwo logisch, ja. Aber jetzt war es ja bei ihm so, dass er in seinem Video erklärt hat, und da bin ich hellhörig geworden, dass er nichts dafür verlangt, ja. Dass er wirklich nichts dafür verlangt. Da haben wir gedacht, okay, Skeptiker hin oder her, ja. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ja sagen, okay, bitte hilf mir und wenn es hilft, dann ist gut, wenn nicht, dann okay, dann ist halt, ja, habe ich nichts verloren, ja. Also so intelligent sollte auch ein Skeptiker sein, ja, dass man doch wenigstens versucht, dass man wenigstens alles versucht. Ja, und was ich soll sagen, ich habe ihn angeschrieben, er hat mir zurückgeschrieben, dass er für mich betet, dass es macht und dass auch Glaube natürlich dazugehört, okay. Ja, und was soll ich euch sagen? Seitdem die letzten Tage. Die Krankheit, also Pollenallergie, ich habe nur noch ab und zu ein paar Mal genossen, aber es ist weg beziehungsweise wesentlich besser. Ja, es ist unglaublich. Also ich habe alles ausprobiert und dann kommt so ein, irgend so ein Klaus von YouTube und nimmt mir die Krankheit. Da muss ich sagen,
Heftig, ja, und ich habe mit ihm keinen Kontakt, das kann man nachprüfen. Also, er ist ja ganz weit im Osten, glaube Halle oder wo wohnt, und ich hier in Süddeutschland im untersten Eck. Also, wir haben keinen Kontakt und man kann das auch nachprüfen, dass wir das jetzt auch nicht abgesprochen haben. Das ist mal das eine. Ist jetzt auch keine Verarschung, ja, das wird man auch später feststellen. Ich verarsche weder ihn, ja. Den Heiko, also der Heilmedium, der YouTuber Heilmedium, noch verarsche euch. Das wird man feststellen. Also es ist wirklich keine Verarschung. Es ist wirklich so, scheint es so, als hätte er mich geheilt. Ja, von der Pollenallergie. Ja, also zumindest muss ich das jetzt so feststellen. Ja, also ihr könnt jetzt alle sagen, okay, das ist Zufall. Ja. Oder das ist noch meine Glaubenskraft, aber ich muss auch mal sagen, ich habe ja eigentlich jetzt nicht so die starke Glaubenskraft gehabt. Die war ja auch eher skeptisch, ja, sogar noch. Und trotzdem, ich war gestern mit dem Fahrrad unterwegs, ja, nichts. Kein Augentraining, ich bin im Biergarten gesessen, kein Augentraining, kein Niesen. Leute, wisst ihr, was das für mich bedeutet? Wisst ihr eigentlich, was das für mich bedeutet? Ich kann es noch gar nicht glauben. Dass ich jetzt wirklich den Scheiß los bin. Es ist wirklich das. Also Pollenallergie wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Das ist so ein Leid, so ein Übel. Das will ich nie. Ich würde jede andere Krankheit nehmen. Ich nehme lieber noch Krebs wie Pollenallergie. Ohne Scheiß, das könnt ihr mir echt glauben. Ja. Also der Heiko, YouTuber, Heilmedium, Soul EVP oder wie heißt? Muss ich nochmal gucken. Entschuldigung, hätte jetzt nochmal schauen müssen. Okay, ich verlinke es euch auf jeden Fall. Es sieht so aus, als hat er mich wirklich geheilt. Ja. Also, lieber Heiko, wenn du das Video siehst, das wirst du ja mit Sicherheit anschauen. Also nochmal so vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst oder sonst was, also ich bin zwar Hartz-IV-Empfänger, ich habe nicht viel, ja. Aber wenn du mal Hilfe brauchst oder so, du hast echt bei mir was gut. Das was du gemacht hast, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ja, und lieber Heiko, also you are not alone. Also im Übrigen gibt es immer mehr YouTuber. Schaut die doch mal um, die sich mit Spiritualität, auch mit Astralreisen beschäftigen. Ja, Robert Weber zum Beispiel oder Higher Mind oder der Marco Hümer, ja, oder Matrix Blogger, ja, und Spirit Balance, Anatom. Sind also alles spirituell, ja, Ohrinsel, genau, und also gibt es Haufen, es gibt echt viele, die genauso denken wie wir, ja. Also, ja, der Heiko, also der Heilmedium ist spirituell, ja, auch beschäftigt sich mit Astralreisen, hat Astralreisen gemacht, ja, wurde auch, finde ich jetzt auch okay, also glaube ich auch, was er da erzählt. Ist halt eher christlich ausgelegt, ja, also spirituell, aber eher christlich, aber nicht bibeltreu, ja, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ja. Und das ist ja okay, ja. Also ich sage ja auch, dass Jesus Christus wirklich der größte Lehrer ist, ja. Für mich gibt es halt auch noch andere Lehrer, wie zum Beispiel Buddha oder, ja. Tao Te Ching etc. Ich lese ja viele Bücher und beschäftige mich viel mit Spiritualität. Ja. Und jeder Lehrer kann mir was zeigen, kann mir was übermitteln. Ja. Also ich bin da halt offen für alles. Ja. Aber ich würde ja sogar sagen, dass Jesus wirklich der größte Lehrer von all den waren. Ja. Aber wie gesagt, für mich gibt es halt auch noch andere Bücher als außer die Bibel. Es gibt ja halt in der Bibel halt auch Stellen, wo halt eben problematisch sind, ja, Gewalt und Tötungsbefehle im Alten Testament, wo ich einfach sage, das ist halt nicht mehr gültig, ja. Und ansonsten, ja, Jesus, ich habe ja auch letztens auch eine Diskussion gehabt mit, das waren Zeugen Jehovas und die fragen mich ja, folgen Sie Jesus oder glauben Sie an Jesus? Und dann sage ich, ja, natürlich glaube ich an Jesus. Also immer, immer. Ich habe hier zwei Jesusbilder. Ich habe hier ein großes Jesusbild hier im Wohnzimmer und im Schlafzimmer habe ich noch ein kleines Jesusbild. Aber ich habe halt auch den Buddha jetzt auch in meinem Zimmer. Also für mich ist das halt kein Widerspruch. Ja. Auf jeden Fall, das wollte ich euch noch mitteilen. Ja, ist eine Hammer-Sensation, finde ich. Also, wie gesagt, ich kann es nur erzählen, ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, ist eure Sache. Auf jeden Fall, so war das.
Ich habe alles probiert, Betonung gemacht, ja. Und wie gesagt, und dann kommt so ein YouTuber, der ein Heilmedium ist, ja, und nichts dafür verlangt und für mich betet, und jetzt auf einmal ist es weg, ja. Also es ist eigentlich schier unglaublich, ja. Ich bin so froh, ich muss kein Geld mehr für Medikamente ausgeben, ja. Muss man vorstellen, ah, es hat vier Finger, muss ich dann noch Medikamente zahlen und Zeug und Getue, und ich will auch keine Medikamente mehr nehmen. Ich will, dass das deckt, die Krankheit weggeht, der Scheiß, ja, und nicht dauernd von Medikamente abhängig sein. Auf jeden Fall nochmal, also lieber Heiko, Heilmedium, ich wünsche dir mal alles Gute, mögen sich alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ganz viel Licht und Liebe, ja. Alles Gute auf jeden Fall. Wie gesagt, wir können kontaktieren. Du kannst dieses Video bei dir hochladen. Geht ja mit dem J-Download, also mit dem Konverterprogramm. Ja, also du kannst auch alle Videos von mir, kannst du, wenn du willst, wenn du ein paar Videos brauchst oder so, verwenden, einschneiden, einfügen, oder ist egal. Bei mir sind sowieso alle Videos frei, also kommend, wie nennt sich das, also frei verfügbar, ja. Also bei mir ist kein Verbot, dass man das jetzt irgendwie nicht verwenden darf, meine Videos. Okay, wie gesagt, alle YouTuber, lasst uns alle zusammenstehen und gemeinsam dafür sorgen, dass sich das Bewusstsein der Menschheit erweitert, dass wir erkennen, dass wir Licht und Liebe sind, ja. Und diese Botschaft und dieses Wissen, lasst uns das alles verbreiten, lasst uns da zusammenarbeiten, alle YouTuber, alle spirituelle YouTuber, dass diese Welt einfach ein besserer Ort wird. Okay, das war's mal soweit. Bitte abonniert meinen Kanal, teilt das Video, und dann wünsche ich euch alles Gute, ganz viel Licht und Liebe, und vor allem auch, dass Menschen, die an Krankheiten jetzt zu leiden haben, dass die Linderung erfahren und dass sie Heilung erfahren. Also macht es gut, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis bald.